Bubble? Wie Bubble Tea? Oder meinst du Seifenblasen? Sortieren wir jetzt Seifenblasen oder was? Ja, so in etwa. Heute geht's um Bubble Sort. Let's do it. Bubble Sort bedeutet einfach sortieren durch Aufsteigen oder auch Austausch sortieren. Bubble Sort sortiert die Liste vergleichsbasiert. Das bedeutet, wir vergleichen die Elemente paarweise. Einfach gesagt, vergleichen wir einfach immer zwei Nachbarelemente miteinander. Diese werden getauscht, sollten sie nicht in der richtigen Reihenfolge sein. Das Ganze machen wir so lange, bis alle Elemente richtig sortiert sind. Am besten wir machen gleich ein Beispiel, dann wird es sofort klar. Wir wollen ein Array aufsteigend sortieren, das heißt kleinstes Element nach vorne und sowas. Nehmen wir dazu mal folgendes Array. Dann starten wir mal mit der ersten sogenannten Bubble-Phase. Ja, das Ding nennt sich Bubble-Phase. Hashtag unnützes Wissen. Wir nehmen uns die ersten beiden Zahlen. Jetzt prüfen wir, ist 5 größer 4 oder ist 4 kleiner 5? Das kommt darauf an, welches Prüfkriterium man vorgibt. Ist ja genau dasselbe, nur umgedreht. Sagen wir mal, wir vergleichen, ob die erste Zahl größer ist als die zweite. Also 5 ist offensichtlich größer als 4, also tauschen wir die 5 mit der 4. Dann gehen wir weiter. Wir prüfen das nächste Paar, also die 5 mit der 7. Diesmal ist 5 kleiner, also bleibt alles wie es ist. Und weiter geht's mit der 7 und der 1. Jo, 7 ist größer, also tauschen wir das Ganze. So gehen wir den ganzen Kladderadatsch bis zum Ende durch. Haben wir am Ende auch das letzte Paar überprüft, erkennt man sofort, die 9 ist jetzt schon richtig einsortiert. Jetzt starten wir mit der Bubble-Phase wieder von vorne. Also vergleichen wir die 4 mit der 5. Dann die 5 mit der 1. Die 5 mit der 7 und so weiter. Haben wir irgendwann alle Phasen abgearbeitet, bekommen wir natürlich ein schön sortiertes Array. Warum nennt man das jetzt eigentlich Bubble-Sort? Ganz einfach darum, weil die kleinen oder großen Elemente wie Blasen im Wasser Stück für Stück nach oben steigen. Deswegen auch sortieren durch Aufsteigen. Bubble, verstehst du? Lol. Was könnt ihr euch merken? Bei Bubble Sort vergleichen wir immer zwei Nachbarwerte miteinander und sortieren sie in die richtige Reihenfolge. Bis wir das Ganze richtig sortiert haben. Schauen wir uns mal die Eigenschaften von dem Bubble-Kollegen an. Bubble Sort ist ein stabiles Sortierverfahren. Also bleibt die relative Reihenfolge hier erhalten. Außerdem ist das Sortierverfahren ein vergleichsbasiertes Verfahren. Klar, wir vergleichen ja auch immer ein Paar miteinander. Die Laufzeit, also die Anzahl der Vergleiche, die Bubble Sort zum Sortieren benötigt, beträgt O von n hoch 2. Die Laufzeit ändert sich auch nicht im Worst Case oder Average Case. Sie bleibt konstant. Das Problem bei diesem Sortierverfahren ist, dass sich kleine Elemente am Ende eher langsam nach vorne bewegen, wenn man aufsteigend sortiert. Und weil es so viel bessere und schnellere Sortierverfahren gibt als Bubble Sort, wird der Algorithmus in der Praxis kaum eingesetzt. Das Laufzeitverhalten ist bei großen Datenmengen einfach zu schlecht. Warum machen wir es dann? Passt auf, jetzt kommt's. Der Algorithmus spielt in der Lehre eine Rolle, da er als einfach zu erklären bzw. zu demonstrieren gilt. Hashtag Wikipedia, Hashtag that logic. Ja, ich würde mal sagen, das macht Sinn. Also, wenn euch euer Lehrer, Professor oder Chef fragt, warum ihr Bubble Sort verwendet, könnt ihr ihm sagen, weil es einfach zu erklären ist. Damit ihr es aber auch wirklich erklären könnt, fassen wir nochmal zusammen. Bubble Sort ist ein vergleichsbasiertes, stabiles Sortierverfahren. Die Werte in einem Array oder einer Liste werden immer paarweise überprüft. Die Laufzeit von Bubble Sort beträgt O von n hoch 2. Die Laufzeit ist bei großen Datenmengen sehr schlecht und deshalb wird der Algorithmus kaum beachtet. Weitere Videos zu dem Thema findet ihr bei uns auf thesimpleclub.de oder in unserer App. Kommt vorbei, bis gleich, einfach hier klicken.